Hi, ich bin der Karl, ich bin Notfallsanitäter und bin seit ungefähr 5 Jahren hier auf der Wache Ost tätig. Hi, ich bin der Nick, ich bin 23 Jahre alt und jetzt seit einem Jahr als Rettungssanitäter unterwegs. Also, unsere Dienste können ganz abwechslungsreich sein, aber mal schauen, was wir heute reinbekommen. Ja, wir fahren zum RD1 zum Trauma. Die Person scheint gestürzt zu sein. Ich nehme den Rettungsrucksack mit, ne? Jo, passt. Was haben wir denn? Guten Abend. Haben Sie uns angerufen? Ja, ich habe euch angerufen. Und zwar, mein Name ist Philipp. Ich bin 14 Jahre alt und ich hatte vor circa einer Woche bin ich gestürzt. Und es war nicht so schlimm und jetzt bin ich ausgestolpert und jetzt tut's ganz dolle weh am rechten Bein. Okay, warte mal, dann schaue ich mir das mal einmal an. Könntest du vielleicht deine Hose hochziehen, ein bisschen? Ja, kann ich. Genau. Ja, das ist leicht angeschwollen. Ich schaue mal. Ja. Ist auch leicht verfärbt, oder? Und die bisschen die Hose nach oben. Aua, aua, aua. Tut weh. Ja, da ist auf jeden Fall ein Hämaton sichtbar. Hast du irgendwelche Erziehungsberechtigte da? Also deine Mutter oder dein Vater? Nee, die sind gerade auf Arbeit. Hast du zufällig irgendwie vielleicht eine Nummer, die wir kontaktieren können? Ja, im Portemonnaie. Okay. Ja, kannst du mir die einmal geben? Ja, Moment. Hier, bitteschön, der Zettel. Perfekt, dankeschön. Ich werde da eben anrufen, oder? Jo, ja, mach das. Alles klar. Ja, hallo, hier ist der Herr Meier vom Rettungsdienst. Wie? Der Rettungsdienst? Ja, Ihr Sohn ist hier gestürzt in der Postfiliale und wir behandeln ihn gerade. Soll ich dann zum Krankenhaus kommen? Das wäre eigentlich ganz gut. Wenn Sie wollen, können Sie auch noch mit zum Einsatzort kommen. Okay, dann komme ich ins Krankenhaus. Tschüss. Ja, die Mutter kommt ins Klinikum aus. Muss ich denn ins Krankenhaus? Perfekt. Ja, wir werden uns das jetzt einmal kurz nochmal anschauen und dann entscheiden wir da. Okay. Karl, könntest du mir einmal das Kühlpack aus dem Rucksack geben, bitte? Jupp, Moment. Bitteschön. Perfekt. So, Philipp, ich werde jetzt hier einmal ein Kühlpack auf dein Bein legen. Das kann jetzt ein bisschen kalt werden, okay? Ja, ist okay. Schaffst du das fest dran zu halten? Ja, schaffe ich. Okay, perfekt. So, ich gebe es dir hier einmal drauf. Ja, ich passe auf. Das jetzt ungefähr 15 bis 20 Minuten drauf lassen, okay? Ja. Genau, ich hole mal eben die Trage. Jo, mach das, perfekt. Philipp, wir würden dich jetzt einmal auf die Trage nehmen. Schaffst du es denn aufzustehen? Ich würde dir auch helfen. Ich probiere es, ja, bitte. Okay, ich helfe dir mal einmal unterm Arm. Ja. Genau, kannst einmal hochkommen. Ja. Ja, genau, so. Ja, Moment. Perfekt. Hier, ja, einmal rüber. Und dann einmal auf die Trage legen. Okay, Moment. Na, und das Kühlpack bitte dran lassen. Ja. Perfekt. So, Philipp, ist es dir angenehmer, wenn wir die Rückenlehne hochtun? Ja, bitte. Genau. Karl, könntest du die kurz hochtun? Perfekt. Leitstelle vom 1837 kommen. Leitstelle hört, kommen. Wir melden Patient 14 Jahre alt, Zustand nach Sturz, starke Schmerzen, Klinikum Ost, Eintriffszeit 2 Minuten. Verstanden, Voranmeldung, Klinikum Ost, 14 Jahre, Eintreffzeit 2 Minuten. Verstanden. So, Karl, bleibst du hinten? Jupp, wir sind angemeldet. Okay. Genau, perfekt. Ja, drück mal die 7. Jo, ist gedrückt.